Herzliche Einladung zu einer besonderen Aktion der Evangelischen Landjugend. Macht mit beim ELJ-Spendenlauf am 29. und 30. Mai. Wir vom Kreisverband der ELJ organisieren die Sponsoren und ihr liefert die Kilometer. Jeder gelaufene Kilometer soll in 1 Euro zugunsten zweier toller Organisationen umgewandelt werden. Der Verein Glühwürmchen e.V. unterstützt Krebs-, Schwerst- und chronisch kranke Kinder und deren Familien unbürokratisch in Form von Gesprächen, Beratung und finanziellen Zuwendungen. Er arbeitet eng mit dem Schwäbischen Kinderkrebszentrum zusammen. Das Centro de Apoyo e Promozione d'Agroecologia CAPA hilft Kleinbauern im Bundesstaat Paraná von Brasilien, sich eine Existenz aufzubauen. So werden Familien auf dem Land vor Überschuldung, Landflucht und Verarmung bewahrt. Die ELJ ist mit der CAPA seit langem partnerschaftlich verbunden und konnte sich bei Besuchen in Brasilien immer wieder von der Qualität der dort geleisteten Arbeit überzeugen. Aktuell befinden sich im Spendentopf über 2000 Euro, Tendenz steigend. Jetzt kommt es auf euch an. Es kann jeder mitmachen. Egal ob mit Joggen, Walken, Wandern, Spazieren gehen. Dokumentiert euren Lauf mit einer App, Laufuhr oder schickt eure Kilometer einfach so an spendenlauf.elj-noe@gmx.de. Dabei bitte die aktuellen Hygieneregeln beachten. Für die ELJ-Gruppe, die die meisten Läufer motiviert, egal ob in eurem Dorf oder anderswo, gibt es ordentlich was zu gewinnen. Die AOK schenkt jedem Teilnehmer außerdem ein paar hochwertige Laufsocken. Also runter vom Sofa und rein in die Puschen.